Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Okay, wieder hier ein neues Gebiet. Hast euch behilflich sein? Ein Level gemacht, das ist schön. Gut, nichts auszugeben erstmal. Aber mehr Lebenspunkte. Ja, was wollt ihr? Steht ganz oben. Okay. Es ist Zeit für uns auszuholen. Scheint so. Ja, ich glaube, dass wir hier irgendwas zum Ausruhen finden, oder? Würde mich wundern. Sehr dichter Wald hier soweit. Wieder durch, ja. Kommt ihr sogar? Wer bist du denn? Kissig. Okay. Nein, bleibt stehen. Am Ende ist diese Verrücktheit noch ansteckend. Beruhigt euch. Was ist das für ein Wahnsinn, von dem ihr sprecht? Ich bin mein ganzes Leben lang Kaufmann auf dem Land und kenne mich deswegen mit Geflügel aller Art aus. Aber da im Osten läuft ein teuflisches Huhn herum. Als ich es hoch rief, sprach es mit ungeheurer menschlicher Stimme zu mir. Entweder hat mich ein schlimmes Fieber ergriffen oder dieses Huhn ist von einem bösen Geist aus den tiefsten Tiefen der neuesten und untersten Hölle besessen. Ah. Okay. Achtung, Wölfe. Solange es keine Vampirwölfe sind. Haben wir ja vielleicht noch Glück. Im Osten, sagst du. Okay. So, da wäre ein Wolf. So. Ah, da ist das Huhn. Danke, ihr habt mich gerettet. Herrje, ihr seid aber kein gewöhnlich sprechendes Huhn. Ich hoffe nur, dass das nicht ernst gemeint ist, was ihr da mit mir schreibt. Ich bin wirklich kein gewöhnlich sprechendes Huhn. Ich brauche eure Hilfe. Verzeiht mir, verehrtes Huhn. Warum befindet ihr euch in diesem Zustand? Danke, Mark. Mutter allen Zaubers, vielleicht hört dieser Albtraum ja jetzt endlich auf. Ich bin Medikamp von Beregost, ein Zaubermeister der mystischen Künste. Man merkt, mein jetziges Aussehen liegt wohl daran, dass ich einen Zauberspruch falsch abgelesen habe. Vor mehr als einem Monat habe ich einen Verwandlungsspruch versucht und seitdem kann ich einfach nicht mehr zu meinem normalen Aussehen zurückkehren. Gibt es jemanden, der euch helfen könnte? Ich fürchte, wir haben nicht die benötigten magischen Kräfte. Verdammter Mist. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die unangenehmste Möglichkeit. Unmittelbar westlich von Beregost gibt es ein Anwesen, wo der Magier Talantür anzutreffen ist. Ich bin sein Lehrling und ich bin mir sicher, dass er mir helfen wird. Ja gut, dann lasst uns zu seinem Wohnsitz gehen. Wir werden euch begleiten. Danke. Es ist westlich von Beregost. Talantür lebt dort in einem großen Anwesen. Bis wir diesen Ort erreichen, huschel ich mich so lange in euer Bündel. Okay, cool.
Zack, wir haben einen Huhn. Wir können es leider nicht auswählen. Doch. Gewicht 1. Alles klar. Ja, ich glaube, dann bringen wir das, obwohl... Ja, sollten wir vielleicht doch so schnell wie möglich wegbringen. Stunden nochmal. Naja, gut. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Das sind einige Skelette. So, dann prügelt mal schön drauf. Hat eigentlich noch irgendjemand ein Level-Up gehabt? Nö, ne? Ja, wie gesagt, abgesehen von den Schädel lohnt sich auch nicht so wirklich viel einzusammeln. Hm. Ich glaube, von hier unten war ich auch noch, oder hier unten war ich noch nicht. Müssen wir dringend noch mal heilen, wie es aussieht. Sprich rasten. Na, wollt ihr da vielleicht mal angreifen? So, vielen Dank. Immer noch Eile heile Bade mit. So, dann kannst du die nämlich mal haben. Ja, mal gucken, was wir mit den Schädeln machen. Ich hoffe, jemand möchte die gerne haben. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, guck mal, wir haben einen Huhn für dich. In so einem Kaff. Nun, die Geschichte ist eigentlich ganz interessant. Seht ihr, ich habe für euch dieses sprechende Huhn gerettet. Hühner reden nicht. Es wusste sich also ganz oft sich um irgendein verwandeltes Wesen handeln. Sprüche wie dieser halten nicht ewig oder können rückgängig gemacht werden. Das geht so einfach, dass ich mich nun wirklich damit abgeben muss. Zieht weiter. Ich bin mir wohl bewusst, dass Hühner nicht reden. Vielen Dank. Ja, es handelt sich um einen verwandelten Mann, aber dieser Mann gibt außerdem vor, euer Lehrling zu sein. Darum habe ich ihn hierher gebracht. Lehrling? Ich habe und hatte keine Lehrlinge. Ich bringe niemandem was bei, was ich... Wartet. Millicamp? Millicamp, bist du es? Ja, Meister Talantia. Das bin ich. Ich bin nicht dein Meister und du bist nicht mein Lehrling. Es ist recht unverschämt von dir, mir... von mir Hilfe zu erwarten. Er ist nicht euer Schüler, aber ihr kennt ihn doch, oder etwa nicht? Ein Schüler möchte lernen, der Dunkelkopf da verlangt hingegen nur nach Wissen. Ich betreue niemanden, der nicht die Auswirkungen dessen begreift, was ich ihm beizubringen habe. Da ich nicht bereit war, die schnelle Befriedigung seines Wunsches zu bieten, hat er mich einfach bestohlen. Ihr redet von vielem und zeigt zu wenig. Ich wollte doch bloß einen Bruchteil der Zauberkraft lernen, die ihr besitzt. Es hat mich mehr als 50 Jahre meines Lebens gekostet, diese Kräfte zu erwerben und den Willen, sie nicht einzusetzen. Du bist dagegen nur ein Kleinkind. Offen gesagt überrascht es mich, dass du dich in ein so altes Huhn verwandelt hast. Wie ist dir das nur gelungen? Als ich das letzte Mal gesehen habe, hast du noch die simpelsten Sprüchlein durcheinander gebracht. Ja, ich habe seitdem große Fortschritte gemacht. Und ich, Ork, habe ein paar Dinge ausgeborgt, um den Vorgang zu beschleunigen.
Das dachte ich mir. Nun, wie man sieht, kannst du zwar meine Hilfsmittel stehlen, aber das Wissen, wie mit ihnen umzugehen ist, kannst du mir nicht nehmen. Steh still, damit ich dich von diesem lächerlichen Aussehen befreien kann. Ich werde wohl kaum mein Eigentum zurückerhalten, solange es verwandelt herum. Moment mal, ich habe überhaupt nichts besessen, mit dem man eine solche Verzauberung hätte bewerkstelligen können. Moment. Meine Güte, Minicamp, was hast du genommen? Nichts wirklich Wertvolles, ich schwör's. Bloß ein paar Zutaten, einige Schriftrollen, ein paar abgetragene Armschützer, ein leeres Zauberbuch, etwas Pergament. Ein paar... Oh nein, du Idiot, die Armschützer mit meinem... In meinem verschlossenen und versteckten Safe? Ich kann nur hoffen, dass dir Hühnerfutter schmeckt, denn du wirst sehr lange so bleiben müssen, wie du jetzt bist. Ich weiß, ich habe euch bestohlen, aber könnt ihr nicht zulassen... Ihr könnt doch nicht zulassen, dass ich so bleibe. Meister Talantür, bitte. Es geht nicht darum, ob ich dir helfen möchte oder nicht. Das Problem ist, dass ich einfach nicht die Macht besitze, das rückgängig zu machen, was du getan hast. Welche Art von Gegenstand kann ein Magier wie euch denn so viel Kopfzerbrechen bereiten? Die Magie, der heute so viele anhängen, war nicht immer so, wie sie jetzt ist. Jeder Abenteuer, der etwas wert ist, sollte dies wissen. Auch sollte klar sein, dass nicht jeder Trend, Tant, den man in einem Verlies anbringt, auch wirklich hilfreich ist. Den man einem Verlies abbringt, nicht wirklich hilfreich ist. Die Armschützer, um die es hier geht, waren eine kleine Erinnerung an... Naja, ist ja auch egal, oder? Nur so viel sei gesagt. Ich habe keine Ahnung, was für eine Funktion sie eigentlich haben. Ich war auch nicht in der Lage, den ehemaligen Eigentümer zu fragen. Seit meiner Freilassung sind Jahre ins Land gezogen. Und die Artefakte dieser Ruine von Nessaril bleiben so rätselhaft wie eh und je. Sie leisten selbst der stärksten Deutung Widerstand, wie jeder Versuch, den Bann zu lösen, hat zerstörerische Folgen. Gewisse Dinge sollten einfach ihre ewige Ruhe gegönnt werden. Kann man da denn gar nichts machen? Wir helfen gerne, wenn es irgendwie geht. Wenn ihr bereit seid, werde ich tun, was getan werden muss. Ich benötige dazu eine Komponente, die ich nicht zur Verfügung habe. Eure Aufgabe wird es sein, mir diese Komponente zu beschaffen. Ich brauche den Kopf eines untoten Wesens. Ein einfacher Schädel reicht nicht aus. Bringt ihn her und ich werde versuchen, einige magische Regeln zurechtzubieten, um diesen Jungen reinkarnieren zu lassen. Wir haben doch die Skelettschädel. Reinkarnieren? Muss der Empfänger das noch nicht tot sein? Ja, das stimmt. Das muss ein totes, da muss ein totes Element im Spiel sein. Dafür benötigen wir den Schädel. Ich kann nicht alles erklären, was ich zu versuchen gedenke, aber ich möchte das Reinkarnationsschema umkehren. Das Alter des Zaubers, der dich verwandelt hat, lässt vielleicht die Möglichkeit einer Lücke in den magischen Gesetzen zu. Natürlich können wir beide dabei umkommen. So ist halt das Leben. Los jetzt. Ab mit euch in ein Verlies oder einen Kerker. Wir brauchen einen Schädel. Geht jetzt. Ich hätte ja einen. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Ah ja. Cool. Hallo, da seid ihr wieder, mein junger Abenteuer. Wie ich sehe, habt ihr die benötigte Komponente. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob Malicamp sein Leben zurückgewinnen kann oder ob er als Festtagsbraten endet. Ich wäre ja für Festtagsbraten. Das war's dann wohl. Ich fürchte, Malicamp hat den Gegenzauber nicht überlebt. Und auch ich fühle mich ein wenig angegriffen. So ist es halt mit Magie. Immer unvorhersehbar. Ihr müsst euch nicht verantwortlich fühlen für seinen Tod. Mehr konnten wir nicht tun. Sein Körper hat halt einfach eine nochmalige Verwandlung nicht ausgehalten. Das sollte im Rest von uns wohl eine Lehre sein. Passt bloß auf, dass ihr gefundene Gegenstände auch wirklich mit Respekt behandelt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt... Ich muss an die Arbeit. Ich schätze, ihr werdet schon wieder auf irgend so ein Verlies abgesehen haben. Ich wünsche euch Intelligenz, denn das Glück ist vergänglich. Weise Worte. Dankeschön.
So. Dann haben wir das. Gab's dafür XP? Scheinbar nicht. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Hatten wir irgendwas Interessantes? Nee, oder? Glaube nicht. Dann kannst du tatsächlich mal die anderen Schälen nehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal brauchen. Okay. So viel dazu. Looten ist ja nicht, ne? Schade. Steht ganz oben auf meiner Liste. Wir folgen dem rechten Pfad. Dem Pfad von Helm. Gut. Ich glaube, ich. Ja, doch, ich glaube, ich will gleich tatsächlich nochmal rasten. Aber das machen wir dann, glaube ich, einfach mal hier. Sehr schön. 6 Stunden geruht und 6 Stunden gereist. Sehr gut. Steht ganz oben auf meiner Liste. Gut, das war dann die Sache mit dem Huhn. Dann schauen wir mal weiter. Haben wir denn hier? Ah, da geht's schon wieder rüber. Okay, in der Ecke ist nichts mehr. Ja, ich denke, oh, Wölfis. Für die Gefallenen! Aber gut, das dürften ja normale Wölfe sein. Dankeschön. Du hast, glaube ich, ein bisschen was abgekriegt, ja. Aber das sollte noch passen. Ihr sieht aber komisch aus. Bitte was? Ah, pst, ich spioniere Basilus und seine Zombies aus. Die sehen vielleicht komisch. Ich habe noch nie von einem komischen Zombie gehört. Warum sind sie komisch? Basilus erzählt immer wieder diese Geschichte über seine glückliche Kindheit, aber all diese Zombies stöhnen und murren nur so, als ob sie nicht richtig zuhören. Das hat mein Bruder Johnny auch immer gemacht, vor sich hingemurmelt, wenn er nicht richtig zuhörte. Ihr bleibt hier. Ich gehe und erzähle meiner Freundin Nettie von diesem Ort. Sie wird es auch komisch finden, jetzt wo ihr Vater verschwunden ist. Ist genau verrückt wie all die anderen hier. Gut, dann schauen wir mal, können wir da denn schon was ausrichten? Eure Dienerin steht zu eurem Dienst, wie ihr wünscht. Willst du vielleicht mal vorscouten? Hm.
Regen oder Sonnenschein. Ich genieße es, im Freien zu sein. Hä? Steht ganz oben auf meiner Liste. Oh, Bruder Turm, warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. Oh, zögert nicht um meinetwillen. Ein paar von den anderen haben sie vielleicht nicht gehört. So bleibt denn friedlich, wenn ich mich an Zeiten erinnere, in denen ihr eher gestorben wärt, als zu schweigen. Damals. Werdet ihr lieber... warum erzählt ihr es nicht einfach selbst? Ich kann mich nicht mehr so gut an die alten Zeiten erinnern. Ihr da, was hat das zu bedeuten? Wer wagt es, mich zu unterbrechen, während ich mit meinen Angehörigen spreche? Ich mache euch einen Kopf kürzer, wenn ihr hier seid, um... Nein. Ist es möglich? Bist du es, Vater? Es kann kein anderer sein. Du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Okay, ja, vielleicht können wir ihn ja irgendwie dazu bringen. Ihr habt mich mit ihr mal verwechselt. Ich glaube, ihr solltet lieber mit mir kommen. In Bergos wird es schon Leute geben. Bergos wird schon Leute geben, die wissen, wie mit euch umzugehen ist. Ne, das war wohl nicht so das Wahre. Ja. Ja, was wollt ihr? Steht ganz oben auf meiner Liste. Oh, Bruder. So. Nur das nochmal. ja, mein Sohn, es war eine lange Zeit. Wie geht's dir, mein Junge? Den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Es war nicht einfach, aber nun habe ich den größten Teil der Familie wieder um mich versammelt. Einige scheinen mich nicht sofort zu erkennen, doch ich half ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay. Egal. Ich habe dich seit damals in der Zentilfeste nicht mehr gesehen. Den Göttern sei es gedankt, dass wir da alle sicher rausgekommen sind. Ja, auch wenn es eine Zeit lang beängstigend war, weil ich mich für den einzigen Überlebenden unter uns hielt. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Der Einzige? Ihr lügt! Ihr lügt! Ihr könnt nicht bei Fall sein, weil er starb, als ich fortging, als ich... Ich lüge nicht, aber ihr lügt euch selbst. Ihr entreißt andere von ihren Liebsten, um jene zu ersetzen, die ihr vor langer Zeit verraten habt. Nein, sie haben überlegt. Alle. Ich habe sie gerettet und sie sind am Leben. Ich bin weggerannt. Tot. Alle tot. Es ist nicht wahr. Es kann nicht... Ihr lügt. Was fällt euch ein, an meinem Gedächtnis zu zweifeln? Für diese Beleidigung müsst ihr sterben. Aber immerhin sind die... die Dinger jetzt weg... Sehr schön. Okay, das macht es deutlich einfacher, habe ich den Eindruck. Dann komm. Ja. Thank you.
So, sehr schön. Das ist auch ein Zweihänder, ne? Einige Zweihänder. Kannst du eigentlich mit einer Armbrust umgehen? Rein theoretisch. Ich glaube, schaden kann es ja eigentlich nicht. Da würde ich meinen Kriegern auch mal noch Handschuhe. Na gut, du bist überladen. Das ist halt auch noch nicht identifiziert. Okay, wir geben das mal kurz ab. Ja, ein bisschen was kannst du ja noch tragen. Das ist eine Abbildung des bösen Gottes Cidric. Du hast auch noch ein paar Schädel. Cool. So. Ja, die Bolzen kann ich ja dann mal noch verteilen. Amulett noch. Ja, ich glaube, das Catnap mitzunehmen lohnt sich nicht großartig. Gut. So. Okay. Sehr gut. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir. Dann werde ich aber, glaube ich, hier tatsächlich noch ein bisschen weiter mich umschauen. Bevor ich dann jetzt schon wieder zurückgehe. Hab noch mehr Skelette, alles klar. Komm, prügelt ihr mal weiter drauf, bitte. So also unglaublich erfolgreich seid ihr nicht, ne? So, sehr schön. Ja, vielleicht gehe ich doch langsam wieder zurück. So angeschlagen, wie ihr gerade seid. Ja, wäre das, glaube ich, keine schlechte Idee gewesen. Okay, Hauptgoblins. Gift ist jetzt halt nicht cool. Kannst du noch heilen? Rechtzeitig? Nee. Okay. Das ist halt dann... Okay, dann lass uns zurückziehen.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach im Tempel wieder. Dann können wir hoffentlich die Belohnung einsammeln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.